Guten Morgen. Na, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass dieses Video hier so viel Beachtung findet. Allerdings auch zum Glück weniger Beachtung als die anderen Artikel. Insofern bin ich ganz froh, denn wir haben ja viel vor am Samstag, am kommenden, am 4. Juli. Ich möchte noch auf eine andere Möglichkeit hinweisen, und zwar habe ich einfach die drei Worte Beweismaterial, Schlussfolgerung und Beweisziel. Also direkt mal bei Google eingegeben und da kommt man bei Google Books auch auf dieses Buch und bei Amazon kann man dann auch weiterlesen. Also man kann hier praktisch im Buch ein bisschen rumstöbern und bei Amazon auch und dann muss man nicht alles kaufen. Ja, dann im Hinblick auf den Samstag noch etwas zur Rhetorik. Ich lese wieder. Und diesen miesen Trick wollen wir anwenden? Leider haben sich die Politiker diese Möglichkeit, einen Zuhörer geneigter zu machen, schon in der Antike von ehrlichen Menschen abgeguckt. Es ist wie mit allem im Leben. Eine an sich gute Sache kann auch fast immer missbraucht werden. Das Wissen darüber soll uns darum nicht hindern, es auch im Sinne unseres Gesprächspartners anzuwenden. Nehmen Sie an, Ihr Gegenüber hat sich gerade geirrt. Und sie geben das Erlebte im Hier und Jetzt wieder. Jeder macht mal Fehler. Oder sie sagen, aus Fehlern lernt man. Anmerkung, es geht hier um das Hier und Jetzt, denn das ist das, was Menschen erleben. Da gehe ich im Buch auch drauf ein. Weiter. Was ist schon dabei, wenn sie so daher sagen, niemand kann den zweiten Schritt vor dem ersten machen? Wir müssen uns dabei nicht nur dem Volksmund entlehnter Redewendungen bedienen. Beispielsweise kann man an einem schönen warmen Sommertag auch sagen, so ein schönes Wetter, das ideale Badewetter. Lass uns den Tag nutzen und an den See fahren. Haben Sie den rhetorischen Aufbau der Aufforderung erkannt? Hier nochmals übersichtlicher in einer Tabelle. So ein schönes Wetter. Das ist eine unbestreitbar richtige Einleitung des Beweismaterials. Das ist die Einleitung für das Beweismaterial. Das ideale Badewetter. Kaum bestreitbare Ergänzung. Gehört mit zum Beweismaterial. Lass uns den Tag nutzen. Diese leicht zu akzeptieren. Zierende Grundforderung bildet die Schlussfolgerung. Und lass uns an den See fahren. Das Beweisziel, also das, was wir eigentlich sagen wollten. Der Vollständigkeit halber muss ich hier noch bemerken, dass dann, wenn das Beweisziel eine Aufforderung ist, die Schlussfolgerung aus einer leicht zu akzeptierenden grundsätzlichen Forderungen bestehen muss. Bei den anderen dialektischen Beweisen, also Bewertungs- und Tatsachenbeweis, siehe auch weiter oben, ist die Schlussfolgerung keine Forderung. Wer sich nochmal da informieren muss, schaut sich das erste Video zu dieser Lesung nochmal an. Pardon. Da geht es darum, da muss ich das jetzt hier nicht weiter erklären. Weiter im Text. Nochmals zurück zur oben stehenden Tabelle. Stellen Sie sich vor, man möchte seinen Partner zum Baden fahren überreden und sagt einfach nur, lass uns an den See fahren. Es könnte durchaus die Antwort folgen, ach nö. Alle vorangestellten Allgemeinplätze lassen eventuell vorhandenen Widerstand aber dahinschmelzen. Ein Vorschlag für den Unterricht, wenn bisher alles gut lief und noch 10 Minuten Zeit bis zur Pause sind. Schön, ihr habt es schnell begriffen. Jeden Tag lernt man was dazu. Lasst uns die Zeit nutzen, um mal einen Blick auf den morgigen Stoff zu werfen. Und wieder als Tabelle. Schön, das ist eine unbestreitbar richtige Einleitung des Beweismaterials, weil es bisher gut lief. Ihr habt es schnell begriffen. Das Hier und Jetzt ist die unbestreitbare Wahrheit und gehört zum Beweismaterial. Jeden Tag lernt man dazu.
kaum bestreitbare Ergänzung, gehört mit zum Beweismaterial. Lasst uns die Zeit nutzen, ist eine leicht zu akzeptierende Grundforderung und bildet die Schlussfolgerung. Um mal einen Blick auf den morgigen Stoff zu werfen. Das Beweisziel, also das, was nun getan werden soll. Stellen Sie sich wieder das Negativbeispiel vor. Wir haben noch 10 Minuten. Die Schüler schauen auf ihre Uhren, packen im Geiste oder sofort schon ihre Sachen zusammen. Wir schauen mal, was morgen dran kommt. Wer im Geiste schon fast auf dem Schulhof steht, hört dem Hier und Jetzt nicht mehr zu. Vielleicht illustriert das folgende Beispiel alles noch besser, weil wir so etwas verständlich hören. Darum nun ein Beispiel aus der Werbung. Im Fernsehen sehen wir, wie Hände eine schmutzige Bratpfanne in ein Spülbecken tauchen und diese im nächsten Moment wieder sauber rausziehen. Die eingeblendete Marke ist uns gut bekannt und wir wissen, dass wir mit dieser Marke gute Qualität verbinden dürfen. Dazu die angenehme Stimme des Sprechers. Das neue Spülschnell spült Ihr schönes Geschirr wie von ganz allein. Nur eintauchen und fertig. Kein Abtrocknen mehr. Nutzen Sie die gewonnene Freizeit. Nanu, wo ist das Beweisziel? Es ist geschickter, das Beweisziel, also kaufen Sie dieses Spülschnell, in diesem Falle wegzulassen, weil die Menschen das Wort kaufen mit Geld ausgeben verbinden. Und wer gibt schon gern sein Geld her? Das alles als Schulbeispiel. Die Schüler könnten zwar weiterhin den umständlichen, sollen aber fortan lieber den neuen Rechenweg gehen. Und der Lehrer sagt, wir haben es nun mit einiger Mühe eine neue Rechenmethode erarbeitet. Die Methode scheint schwierig. Ihr habt es trotzdem begriffen. Schön. Und ihr habt selbst gesehen, diese neue Methode erspart uns das lästige Aufstellen der Dreisatztabelle. Und das spart enorm viel Zeit. Und genug Zeit kann gerade in einer Klassenarbeit sehr wichtig sein. Manchmal fehlt eine Minute und damit wird der wichtige Punkt zur 2 oder 1. Holt euch doch mal einfach so die bessere Zensur. Wieder als Tabelle. Wir haben uns nun mit einiger Mühe eine neue Rechenmethode erarbeitet. Unbestreitbar richtig, ne? Haben wir ja gerade gemacht. Die Methode schien schwierig, ist auch eine unbestreitbare Wahrheit und unterstützt das Beweismaterial. Ihr habt es trotzdem begriffen. Das ist die kaum bestreitbare Ergänzung, gehört zum Beweismaterial. Das Wort trotzdem macht stolz. Schön, das ist ein sachliches Lob und wirkt darum so gut, also kein Einschmeicheln, Anmerkung. Und ihr habt selbst gesehen, das ist eine weitere Absicherung des Beweismaterials, gesehen ist die Unterbewusstseinssprache, also nicht die, sondern ein Teil. Diese Methode erspart uns das lästige Aufstellen der Dreisatztabelle. Lästig, das ist wieder Unterbewusstseinssprache. Der Rest ist unbestreitbare Wahrheit, aber in Unterbewusstseinssprache noch wirksamer. Und das spart enorm viel Zeit. Ebenfalls absolut wahr und ist immer gewollt, ne? Zeit sparen möchte jeder. Und genug Zeit kann gerade in einer Klassenarbeit sehr wichtig sein. Das ist die Vorbereitung der Grundforderung mit weiterer Wahrheit. Manchmal fehlt eine Minute und damit der wichtige Punkt zur 2 oder 1. Ja, das ist eine bittere Wahrheit. Also ist es Unterbewusstseinssprache. Das lässt innerlich aufheulen und bekräftigt weiter. Holt euch doch mal, Achtung, die leicht zu akzeptierende Grundforderung, noch dazu in eingängiger Sprache, holen statt erarbeiten. Also holt euch doch mal
einfach so die bessere Zensur. Das eigentliche Beweisziel bleibt unausgesprochen, denn jeder Schüler erinnert sich noch der Mühe, die das Einüben des neuen Rechenweges machte. Und das alles, weil der Volksmund sagt, der Mensch ist von Natur aus faul. Was danach kommt, die indirekte Suggestion, das war ja das, was ich im gestrigen Video besprochen habe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und gibt euch weitere Kraft, das so zu üben, seine Sprache so umzustellen, etwas umzustellen, dass man nicht so viel auf Widerstand stößt. Nochmal kurz das Beispiel, wenn ich sage, der oder der hat das falsch gemacht. Automatisch blockt der andere schon mal ab. Und was ich danach sage, wird schon gar nicht mehr richtig gehört. Wenn ich aber sage, nun guck dir das an, nun guck dir das an, das ist eine ganz einfache Grundforderung. Angucken, ne? Guck mal hier, guck mal, ganz einfach. Nun guck dir das an, da hat er dies und das und das und das gemacht. Ich habe noch nicht mal gesagt falsch. Und dann kann ich in aller Ruhe sagen, weil der andere das nämlich angeguckt hat, ach du liebe Zeit, ist ja alles. Das taugt ja nichts. Und da kann ich in aller Ruhe dann auch einen Bewertungsbeweis ranfügen, also mein Beweisziel, der hat alles falsch gemacht. Naja, gut, das zu diesen Beispielen. Lassen wir es erstmal dabei. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Wer weiß, was uns dieser Tag noch bringt. Und bitte keine Kommentare, die jetzt hier mit diesem Thema nichts zu tun haben. Ich kann heute auch den Tag über nicht andauernd Fragen beantworten. Das tut mir ein bisschen leid. Unterstützt euch gegenseitig, schreibt in den Kommentaren, wie ihr es verstanden habt und gebt euch Hinweise, das geht leichter. Alles für dieses Ziel, den Samstag. Also, ich bekräftige nochmal, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir machen was und wir machen es gut, ne? Bis dann, tschüss.